Im regnerischen Südfrankreich ist Helga auf dem Weg nach Barcelona. Die Sprache der bereisten Länder spricht Helga allesamt. Nicht, aber man kann ja mal so tun. Diese Renault fährt sehr schnell. Aber er ist ein sehr höflicher Franzose. Er geht ein bisschen runter von dem Tempomat, damit Madame besser nach vorne kann. Merci, Franzose. Ob Helga wirklich glaubt, Französisch zu sprechen, ist ungewiss. Aber sie weiß zumindest, dass es noch nicht ganz perfekt ist. Ich mag diese Franzose sehr gerne. Ich muss noch arbeiten an meinem Akzent. Ja, ja, Helgas Laune scheint an diesem Regentag ungedrückt. Und das Französisch ist auch schon ganz gut. Mit einer Eigenschaft der Südländer kann sich die Steirerin aber nicht anfreunden. Echt jetzt? Das ist die Rettungsgasse auf Französisch. Die französische Rettungsgasse. Herrlich, die zwicken vorbei, links und rechts. Ich weiß nicht, es ist zuerst einmal war doof gestanden, dass es ein Unfall war, aber jetzt nicht wirklich eine Tragik. Und eins ist halt auch fix, das ist sowas von verboten, das am Bahnenstreifen Ferien fahren. Ich bin auch einer. Bitte. Na, das ist voll gemein, wenn wer seinen Hund aussetzt. So was tut man wirklich nicht. Lauft der Hund am Bahnenstreifen dahin. Es kann auch jetzt auch sein, dass der von Unfall kommt, wenn geschrieben ist, da hat es gekleischt vorhin, dass der einen Hund im Auto gehabt haben und dass der jetzt davon gelaufen ist. Na, schlimm. All diese Dinge bekommt man immer wieder zu sehen, wenn man seinen Beruf auf der Straße ausübt. Mitleid für den Trucker-Kollegen hat Helga trotzdem. Ach du Scheiße, ja, dann ist alles aufgegangen, wie es ausschaut. Drum schaue ich jeden Tag einmal mindestens eine hinten, ob da eh noch alles so steht, wie es stehen sollte. Das Wetter bessert sich zusehends und nun kann die Truckerin ihre Freude, gerade jetzt und hier zu sein, wirklich nicht mehr verheimlichen. Ich sag zwar immer, ich fahre am allerliebsten nach Norwegen, aber ich fahre genau ganz gleich gern nach Spanien. Wenn nicht sogar fast vielleicht eine Spur lieber. Weil einfach unten das Essen auch weit besser ist. Jawohl, denn schließlich muss man ja auch noch leben und nicht nur arbeiten. Ach, wo wir gerade davon reden. Der Speck am Vormittag war zwar sehr super und total lecker gut, aber schon langsam wird es Zeit, dass ich nach Spanien komme, weil schon langsam fängt mein Magen ein bisschen zum Groben an. Der Hunger rührt sich, aber ich denke, ich brauche doch jetzt gar keine Stunde mehr. Dreiviertelstunde werde ich unten sein. Weißt genau, schnell ein paar Liter tanken, duschen und dann ab ins Restaurant. Nicht weniger Stimmung ist in Helgas Truck an der spanischen Grenze. Ihr nächstes Ziel ist Europas größter LKW-Parkplatz. Ich fahre immer La Jonquera durch, ein Stickel obi. Und dann habe ich eine BP-Tankstelle. Wir haben sie da in La Jonquera schon zweimal aufgebrochen. Ich habe nicht einmal mehr beim Einkaufen gehen, untertags ein gutes Gefühl, dass nicht irgendwas ist oder irgendwas fehlt. Naja, der Parkplatz hat wohl eher was mit Tortuga Island zu tun, als mit einem sicheren Übernachtungsplatz. Helga fährt durch und bleibt erst ganz am Ende der Raststation wieder stehen. Das ist nämlich nicht lustig, wenn du essen gegangen bist und dann kommst hinter und dann ist dein Auto offen und es ist alles leer da herinnen. Apropos Essen gehen, was steht denn heute Gutes auf der Karte?
Helga weiß es nicht so genau, weil sie neben Italienisch und Französisch auch Spanisch nicht wirklich spricht. Dennoch kommt die geübte Truckerin durch und bekommt, was sie will. Hola. ¿Cómo se come? ¿Sí? Sí. ¿Menú? ¿Menú? Ensalada. ¿Ensalada mixta? ¿Ensalada? Sí. ¿Speciale? Sí. ¿Bisteca? ¿Bisteca? Und ein Vino Pinto und Aqua Gasata. Aqua Gasata. Ok, muchas gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Ja, mein Salat ist schon da. Allez, bon appétit. Gracias. Mein Salat ist schon da. Ich esse da eigentlich immer das Gleiche. Entweder ein Bistec oder ein Fisch. Er fragt mich immer, was ich mag. Wie es gerade passt. Ab und zu ist ja ein Fisch. Ich esse auch ganz gut da. Ich frage mich immer welcher und ich verstehe kein Wort. Aber er hat mir noch nie was Schlechtes gebracht. Nach einem spanischen Abendmahl und nur wenigen Stunden Schlaf ist Helga schon in den frühen Morgenstunden wieder auf Achse. Die Nacht war kurz. Nein, ich habe heute perfekt geschlafen. Es ist zwar noch mitten in der Nacht beim Wegfahren, aber das ist halt wirklich notwendig. Wichtig ist heute, dass ich um kurz nach 8 Uhr auf der Baustelle bin. Ich will ja nicht die netten Zimmermänner da versetzen und warten lassen. Das passt, aber wie gesagt, es ist immer zu früh. Und wenn erst um 7 Uhr in der Früh läutet der Wecker, ist das bei mir auch noch zu früh. Aber mit der aufgehenden Sonne seinen Arbeitstag zu beginnen, hat schon auch was. Und nur eine Stunde später ist Helga putzmunter und hat eigentlich nur einen offenen Wunsch. Es ist so ein schöner Tag. Die Sonne scheint, wir sind in Spanien. Weißt, wenn ich jetzt noch einen Kaffee kriege, dann war ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Das wird sich aber nicht ausgehen, denn die Zeit für die Strecke bis zur Zielbaustelle ist knapp bemessen und Helga muss eigentlich schauen, dass sie Meter macht. Caramba! Ich weiß jetzt nicht, wie mein Navi fährt, weil es geht herum direkt von Barcelona über irgendeinen Berg um mich. Nur schaut es am Plan so gut aus, dass ich da wahrscheinlich eh nicht fahren kann. Aber die Madame, ich weiß jetzt nicht, wie sie fährt. Ich traue ihr sowieso nicht, weil sie redet wirklich viel Blödsinn. Und auch wenn Helga selbst noch nie hier war, traut sie ihrer Intuition mehr als dem blöden Navi. Recht so. Gefährlich wird es dann immer schon, wenn wir anfangen, die Autofahrer zum Aufhalten und sagen, ich darf da nicht mehr weiterfahren, ich darf da nicht mehr weiterfahren. Weil da darf man mit dem Losbogen nicht mehr fahren oder da kann man mit dem Losbogen gar nicht mehr fahren. Die erste Ausfahrt, C245. Und darum werden sie ja die ganzen Tafeln da aufgestellt haben, weil die Navi einfach so einen Schwachsinn daherredet. Ganz einfach ist die heutige Baustelle nicht zu erreichen und Helga muss ihren beladenen Truck steile Bergstraßen hinaufquälen. Es ist ja nicht mehr weit, aber mühsam. Ich fahre jetzt voll Gas und hab scharfe 25 km/h drauf. Es ist echt mühsam. Helga hat den Gipfel der Hügelkette bei Barcelona endlich im Blick und ist ihrem Ziel damit schon ganz nahe. Die Navi will da absolut jetzt nicht um mich fahren. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die dritte Ausfahrt, BV 2411. Aber ich glaub das nicht. Wieso will ich da fahren? Mal stehen bleiben und das uns anschauen. Wir fahren jetzt noch gerade weiter und sollten dann links abbiegen, genau wo dieses Linksabbiegeverbot ist. Nach 80 Metern scharf links, dann fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Wir müssen jetzt da links auf, aber ich glaube, wir fahren doch jetzt wirklich auf, weil da drüben, da drehe ich mich mit dem Lastwagen nicht ums Eck. Es sind ja nur
20 Meter gegen die einbauen. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Wo es jetzt so gesehen eh keiner gesehen hat, und weg sind wir schon. Und nehmen Sie die erste Ausfahrt, dann Ankunft. Da fahren sehe ich jetzt einen Kranwagen und das wird jetzt schon passen. Das heißt, wir hauen uns jetzt dort rüber. Mein Navi, ich schalte es eigentlich nur ein, damit ich weiß, wie viele Kilometer das ich ungefähr habe. Alles andere check ich so ab. Sie fährt mir nirgends ein, wo irgendwie eine 3,5 Tonnen Beschränkung ist, eine 5,5 Tonnen. Das ist wurscht, überall, wo ein bisschen ein Lastwagenfahrer verbaut ist, sie fährt nicht. Sie fährt jeden Hernersteig, aber nur nicht die Straßen, wo irgendein Fahrverbot dafür steht. Hola. Hello. Hola. Good morning. Kala? Kalash. Yes. What do you want to here? Good? Ja. Yeah? Ja, das passt. You have enough space? Okay. Passt. Na, das war ein sehr einvernehmliches Gespräch. Helga scheint endlich angekommen zu sein und parkt ihren LKW. Doch die Freude kam etwas zu früh. Ausgerechnet auf dem letzten Meter muss so etwas passieren. Helga schrammt einen jungen Baum. Ich habe einen Baum verletzt. Oh, das tut mir leid, armer Baum. Habe ich dich verletzt? Oh je, der Baum. Oh, ich habe ihm ein bisschen eine Rinde overgeholt. Ich habe mich entschuldigt beim Baum. Oh, wie lieb. Helga bringt tonnenweise zugeschnittenes Holz. Da kann der Baum froh sein, dass es ihn nicht schlimmer erwischt hat. Für Helga ist damit aber eine weitere Transportreise erfolgreich zu Ende gegangen. Sie braucht jetzt nur noch zu warten, bis sie abgeladen ist. Das Abladen, das geht jetzt ehrlich gesagt wieder schneller als erwartet. Also ich denke, ich bin in 2 bis 3 Stunden da weg. Das ist dann früher Nachmittag. Sie hat eh schon ein WhatsApp durchgeschickt, was zum Lohnen ist. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, aber ich denke irgendwo in Barcelona, irgendwas für Wien. Das ist echt super, weil heute ist Mittwoch, vielleicht kriege ich das heute noch. Dann bin ich bis Freitag daheim. Ich freue mich schon, wenn ich wieder zu meinem Mann heimkomme und zum Hund und zu den Katzen. Es ist eh bei jeder Fuhr das Gleiche. Ich freue mich immer irrsinnig, wenn ich wegfahre und dann das schöne Panorama habe. Aber so wie ich dann heim zugehe, dann sehr schnell heim, ja.